Die Gleichstellung der Geschlechter ist der Urgedanke der Sozialdemokratie. Und wir Jusos treten seit eh und je für dieses Ideal ein. Gerade in der Kommunalpolitik ist die Unterrepräsentanz von Frauen schockierend. Hessen ist das Land mit dem zweitniedrigsten Frauenanteil in den Parlamenten. Frauen in kommunalen Führungspositionen sind noch seltener und die kommunalpolitischen Strukturen erschweren den Zugang für Frauen enorm. Deshalb starten die Jusos Hessen Süd im Rahmen der kommenden Kommunalwahlen eine Kampagne zum Thema »Die Kommune der Zukunft gestalten wir – Frauen in der Kommunalpolitik«. Genau, also ich erzähle euch erstmal einfach, wie ich auf die Kampagne gekommen bin, was mich bewegt hat. Also das Problem, die Ursache, die Kampagne, wie ich sie mir vorgestellt habe, die Ziele, das Konzept und das Material. Unsere Ziele der Kampagne sind Austausch und Vernetzung der interessierten Juso-Frauen auch mit erfahrenen SPD-Kommunalpolitikerinnen, mehr junge Frauen in die Parlamente und kommunale Führungspositionen durch aktive Unterstützung des Bezirks zu bekommen, ein Aktionsprogramm für jungsozialistische Gleichstellungspolitik in den Kommunen und einen Diskurs über Frauen in der Kommunalpolitik und Handlungsansätze. Neben der ersten Frauenkonferenz der Jusos Hessen Süd wird es weitere frauenpolitische Veranstaltungen und extra Wahlkampfmaterial geben. In den nächsten Wochen stellen wir euch außerdem unsere Juso-Kandidatinnen für die Kommunalwahl in Hessen Süd vor.